Es ist das wohl größte Landesfest Deutschlands, der Hessentag. 10 Tage ist er nun in Herborn zu Gast und zur Eröffnung mit Ministerpräsident Volker Bouffier kamen zahlreiche Zuschauer. Auch der Purpurdom der hessischen Kirchen ist nun für Besucher bereit. Hier laufen viele Menschen vorbei und auf einmal bleiben sie stehen und gucken, was ist denn das? Gehen hier rein, lassen sich bezaubern von diesem Purpurdom, von diesen wunderbaren Blumen hinter mir, von der Farbe, von bestimmten Aktionen und sagen, Mensch, toll. Toll, dass die Kirche da ist. Es würde uns was fehlen, wäre sie nicht da. Kirche und Diakonie präsentieren hier über 60 Veranstaltungen. Vom Gottesdienst bis zum Konzert, von lustig zu besinnlich oder politisch. Rund 260 Besucher passen in den Purpurdom. Bei der Eröffnung mit hochrangigen Vertretern aus Kirche und Politik konnten sich die Besucher einen ersten Eindruck verschaffen. Der Purpurdom ist sehr schön. Ich habe zwar gedacht, der wäre mehr Purpur. Es ist nur vorne Purpur, aber ich habe mich belehren lassen, er ist Purpur anstrahlbar. Und am besten gefällt mir der Altar. Den finde ich wirklich ganz gelungen. Eine sehr nette Atmosphäre. Da kann man stundenlang stehen und einfach nur gucken, das genießen, entspannen dabei. Total schön. Ich finde diese Einrichtung des Zeltes mit diesen Blumen und mit dieser ganz anderen Form von Kirche unglaublich beeindruckend. Und ich hoffe, dass ganz viele Leute kommen und sich das angucken. Die Chancen stehen gut, denn rund 800.000 Menschen werden in Herborn erwartet. Sie können den Purpurdom und den Hessentag noch bis zum Sonntag, den 29. Mai, besuchen kommen.